So, Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, wir haben Anfang September und es ist soweit, McDonald's hat Schleichfiguren in der Junior-Tüte oder im Happy Meal oder wie es heute heißt. Und zwar läuft die ganze Aktion vom 5.9., also ganz aktuell jetzt begonnen, bis zum 16.10. Und das besteht aus jeweils 4 Figuren. Also insgesamt kriegt ihr über die Zeit 8 Schleichfiguren. Los geht's hier. Vom 5.9. bis 25.9. gibt es diesen Tyrannosaurus Rex, diesen Spinosaurus, zudem gibt es noch einen Shetland Pony und ein Welsh Pony. Von 26.09. bis 16.10. gibt es dann noch einen Giganotosaurus, einen Velociraptor, einen Island Pony und einen Trakehner Fohlen. Also das für euch zur Info. Falls ihr die Figuren sehen wollt, ich habe gesehen, Guido Testet hat eben ein Video hochgeladen, er zeigt euch auch die Pferde. Also guckt da gerne mal rein. Ich zeige euch nur die Dinosaurierfiguren, da mich die Pferde jetzt eher weniger interessieren. Ja, zu diesen beiden Figuren, ich packe die mal ganz kurz aus, sage ich euch dann auch noch was. Und wir schauen uns die natürlich auch noch kurz von Namen an. Also, dann hier einmal Sorglosbeutel zum Aufreißen, das finde ich super. Haben wir hier diesen Beipackzettel, hier seht ihr alle 4 Dinosaurier drauf, die erscheinen werden. Einmal T-Rex in grün, Spinosaurus, dann der Velociraptor und der Giganotosaurus. Alles Figuren von Schleich, die man schon in zig Repaints gesehen hat. Also was Schleich da jetzt gerade wieder macht, ist unfassbar. Denn die beiden hier, Spinosaurus und T-Rex, findet ihr dieses Jahr auch im Adventskalender von Schleich. Nur in der anderen Bemalung. Ja, Spinosaurus wird grau mit irgendwie Grüntönen drin und T-Rex ja halt irgendwie rot oder so. Ja, aber eins nach dem anderen. So, hier seht ihr mal den T-Rex, hat sogar noch eine kleine Form bekommen, damit es die Beine nicht gleich verzieht. Von dem her, das finde ich schon wieder cool. Dieses Mal hier in grün und unten halt ja so ein beige oder braungrau. Wir schauen uns den gleich noch von Namen an und dann haben wir hier auch noch den Spinosaurus. So, hier ist auch wieder der gleiche Beipackzettel dabei und bei dem Pferdchen habt ihr dann halt alle 4 Pferdemodelle drin. So, hier haben wir den Spinosaurus, Schleichsammler werden ihn kennen, also wirklich nichts Neues und auch nicht wirklich unfassbar schön. Sind wir mal ehrlich, für Kinder im Happy Meal mag das reichen, aber für die Schleichtiersammler ist sowas wirklich eine Provokation. Also ich muss mich hier wirklich extrem zusammenreißen, dass ich hier keinen Anfall kriege. Jetzt mal ehrlich, ist schon krass, welchen Weg hier Schleich geht. Ne? Schon echt krass. Und ich kann hier an dieser Stelle auch nur wieder sagen, Schleich, fahrt um Himmels Willen zweigleisig. Macht Figuren für Kinder. Und macht wirklich anspruchsvolle oder die schönen Modelle, packt die irgendwie in eine Serie mit rein, wo auch erwachsenere Sammler anspricht. Ich weiß, euch interessieren nur Neukunden und Kinder, überhaupt kein Thema, aber ich möchte nicht wissen, wie viele in meinem Alter Schleichfiguren sammeln. Oder sagen wir mal, auf jeden Fall Leute, die weit übers Kindesalter hinaus erwachsen sind. Und da kommen halt echt wunderschöne Figuren und dann ist halt wieder so dieser Plesiosaurus 2019 dazwischen, was eigentlich eine Kinder-, eine Sandkastenfigur ist und mit den anderen Figuren, du kannst es nicht nebeneinander stellen, du kannst nicht jahrelang fahren, es geht nicht. Was denken da andere Sammler weltweit? Die denken genau das gleiche wie ich und sagen, oh Gott, Schleich. Was macht er denn? Trennt doch um Himmels Willen die Geschichten. Dann ist es okay. Aber ihr haut da wirklich wunderschöne Figuren auf den Markt. Jeder hat eine Erwartungshaltung. Boah, ich freue mich auf die nächsten Figuren, die kommen. Und dann kommen wirklich solche Tiefflieger. Das ist schon echt krass. So, dann wollen wir hier mal die Plastikform entfernen. Und auch das Schleichfähnchen. So, einmal. Das gleiche beim T-Rex. Die Fähnchen scheinen jetzt wieder leichter wegzugehen. Nicht mehr ganz so zäh. Oder vielleicht ist es auch nur bei diesen Figuren. Ja, obwohl mir fällt jetzt gerade ein bisschen was auf. Okay. Das finde ich jetzt sehr interessant. Das sind tatsächlich andere Figuren als die von mir angedachten. Passt mal auf. Spinosaurus, T-Rex. So, hier habe ich diesen Pack.
mit den beiden hier. Auf den ersten Blick denkst du, ja, sind exakt genau die gleichen. Lasst uns gucken, ob das stimmt. Ich habe die noch nicht ausgepackt. Ihr seht auf jeden Fall hier den Spinosaurus. Der ist hammermäßig bunt bemalt. Und haben wir es hier auch mit der gleichen Figur zu tun. Ne, ihr wisst schon, was ich meine. Auf den ersten Blick wirkt die nämlich exakt genau gleich. Ist es aber tatsächlich nicht. Ist es nicht. Ihr seht es schon an den Zähnen rechts. Die Zähne viel ausgeprägter. Dem hier fehlt fast komplett das ganze Gebiss. Dann gehen hier auch die Hände, weiß nicht, ob man sieht, ein bisschen auseinander. Die Krallen, die sind hier komplett zusammen. Also das hier sieht aus wie eine billigere Version von dem hier. Also die sind ohne Zweifel gleichen Ursprungs, aber das hier ist irgendwie eine abgespeckte Version. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist echt krass, denn auch der hier hat die Osteoderme auf der Seite, wie man es hier auch sieht. Auch hier die Stacheln auf dem Hals. Die Stellung, das Hinterbein, der Schweif, exakt genau gleich. Nur hier sogar noch ein Stummel dran, nicht mal mehr eine schöne Spitze. Das ist ja krass. Und die Hinterbeine wurden auch nochmal neu modelliert. Mit Schwimmhäuten, wie es aussieht. Ja, schlecht verschliffen. Ich schmeiß mich ja wirklich weg. Wie krass, das hier ist eine Billigversion von diesem hier. Aber im Prinzip von der Stellung her exakt genau gleich. Man sieht es an den Halsadern und so weiter und so fort. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Schaut euch die Zähne an, das Nasenloch, das Auge und dann guckt euch den hier an. Das hier ist eine abgespeckte Version. Das ist ja der Oberkracher. So, dann haben wir hier den T-Rex mit dem weit aufgerissenen Maul. Das hier, ja, ist eigentlich in etwa gleich. Die Knochenplatten oben am Kopf, am Hals, das ist alles gleich, aber halt abgespeckt. Das ist alles abgespeckt. Die Haltung der Finger auch gleich, nur viel, viel gröber. Auch der Schwanz hier läuft nicht so spitz zu, wie wir es hier in der Verpackung haben. Ich glaube, das kommt gar nicht richtig rüber, wegen dem Schatten. Aber ich denke mal, man kann es andeutungsweise sehen. Ja, und es ist der Hammer. Der Kopf ist so gesehen genau gleich. Leute, wir haben es hier mit abgespeckten Versionen zu tun. Ich schmeiß mich weg. Ja, wie kriegt man denn sowas hin? Aber wir haben hier ja einen Schleichstempel drauf. Hier, tatsächlich, 2019. Dann wurden die extra womöglich produziert als Beilage in einer abgespeckten Version. Ich krieg mich echt nicht mehr ein. Also für mich sind es genau die gleichen Modelle, die ich euch in der Schachtel gezeigt habe, nur in einer wesentlich billigeren Version. Wesentlich billiger. Echt. Und auch noch richtig, richtig übel bemalt. Um Himmels Willen Schleich. Quo Vadis. Ehrlich. Quo Vadis Schleich. Das ist ja der Hammer. Das Gummi fühlt sich klasse an. Ja, das ist nicht das Thema. Aber der hier kann zum Beispiel schon gar nicht mehr stehen, ohne dass er sich auf seinem Schweif hier aufstützen muss. Bei dem Modell hier, ich meine, der steht so. Ich meine, der steht so. Der ist ein bisschen mehr nach vorne gebeugt. Und das hier ist halt echt die abgespeckte Version. Das ist ja mal mega krass. Ne? Übrigens, der Giganotosaurus, der kommt. Ja, Ende des Monats, hier haben wir ihn. Das müsste ja eigentlich diese Version hier sein, den wir hier drin haben, in diesem Pack. Der hier ist ja seitlich nochmal abgebildet. Das müsste der sein, aber ja, vielleicht ist der auch nochmal ein bisschen abgespeckt, denn die Hände haben rechts eine andere Haltung als links und der stützt sich hier auch auf seinem Schweif auf. Der hier müsste eigentlich so stehen. Ist ja spannend. Schleich, das ist spannend, was ihr hier macht. Es ist ja nur zu krass. Okay, also ganz klar abgespeckte Versionen, also noch billiger irgendwie. Ne? Also das Gummi gefällt mir sehr gut. Es ist richtig schön weich. So, der hier steht natürlich, weil er sich auf seinem vorderen, so gesehen linken Arm abstützt. Da gibt es überhaupt gar keine Probleme. Das ist absolut okay. Die Bemalung ist halt, ja, also ich meine, einfacher kann man es gar nicht mehr machen. Das ist halt ein Farbton. Wobei hier unten ist noch ein bisschen dunkler und hier wird es halt heller. Ja, aber im Prinzip einfach drüber. Und die Zähne, die unfassbar lausigen Zähne, das sieht aus wie bei einer China-Figur halt. Ja, also unfassbar schlecht. Unfassbar schlecht. Dass das und auch der Kopf total schief. Seht ihr das, wenn man es von vorne anguckt? Unfassbar. Was tut ihr denn?
Das tut ja weh. Das kannst du fast nicht angucken. Großer Gott, ich bin echt entsetzt. Ich bin echt entsetzt hier. Sehe ich gar nicht. Haben sie das Auge einfach nur schwarz gemacht und das spiegelt jetzt so in meinen Lampen. Es wirkt nämlich so, als ob die Pupille schwarz wäre und links und rechts ein bisschen Braunton. Kann aber sein, das kommt nur durch den Schein von meinen Lampen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Übrigens, was ich auch vergessen habe, ihr kriegt die Figuren ohne Meal, ja? Also ohne das Menü. Ihr kriegt die Figuren auch einfach so und die kosten hier auch gleich mal 3 Euro. Ja? Das Happy Meal kostet, glaube ich, 3,50 und das kostet 3 Euro. Das ist doch krass. Also ohne Gewehr, ne? Ich sag ja, ich habe mir das Menü nicht gekauft. Das ist ja nur krass. Nur krass. Ja, rein von den Schuppen her, ne? Kann ich nichts sagen. Für so eine Figur ist das absolut okay. Nicht mal die Haut zwischen Ober- und Unterkiefer wurde hier bemalt. Nee, nein, wirklich nur die Augen, die Zähne und dann hier noch ein bisschen hellerer Farbton. Ansonsten, ja. Dann gefällt mir halt auch wirklich gut, dass die Schuppen unterschiedlich sind von den Größen her. Die Beinmuskulatur wurde hier angedeutet, das ist absolut okay. Die Arme sind halt extrem einfach, die Krallen sind ganz, ganz schlimm, aber man hat die Krallen auf jeden Fall noch bemalt. Sind natürlich ja absolute Stumpen, damit sich niemand wehtun kann, ist ja für ein Kids-Menü, ja. Aber trotzdem, ich meine, ist das tatsächlich Schleichniveau hier? Ist das tatsächlich Schleichniveau? Wie krass. Also wenn ich dieses Set hier mal auspacke, werde ich die Figuren wieder dazu holen und dann wirklich einen Direktvergleich machen. Also es sind die Figuren nur abgespeckt. Aber wie abgespeckt? Dann hier die Beine auch ganz einfach gemacht, die Krallen ein bisschen abgesetzt. Die Afterglow hier noch zu sehen, aber man erkennt hier nicht mal irgendwie eine Kralle oder sowas. Also Schwanzspitze fehlt auch ganz, ganz stumpf hier hinten, damit ja nichts passiert oder wie auch immer. Also was die Schuppen, was das Material angeht, klasse, da kann ich überhaupt gar nicht meckern. Gefällt mir und so kannst du dir den Spinosaurus auch vorstellen. Ja, also schon wirklich auf 2 Beinen laufend und nicht so auf 4 verkrüppelten Beinen, wie der Spinosaurus momentan dargestellt wird. In meinen Augen ist das ein komplettes Fail. Also das hier kann ich mir schon eher vorstellen, so wie es auch ursprünglich gedacht war. Ne, hier sind auch die Beine entsprechend so am Körper gesetzt, dass er tatsächlich aufrecht laufen kann damit. Also es gefällt mir viel, viel besser als die ganzen neuen Versionen. Und erscheint mir halt vor allem auch natürlicher. Also sorry Leute, mehr kann und will ich zu sowas nicht mehr sagen. Also dass Schleich tatsächlich sowas mit Schleichfähnchen verkauft, das haut mich hier echt vom Hocker. Das haut mich wirklich vom Hocker. Ich bin, also da gibt's keine Worte dafür. Leute, ehrlich, also sorry. Ganz schnell zum T-Rex, ja, die Form, die Pose gefällt mir. Nicht einfach gerade, sondern leicht gebogen. Das finde ich super. Auch hier fehlt wirklich die Schwanzspitze komplett. Das Maul, beziehungsweise die Haut zwischen Ober- und Unterkiefer. Ja, einfach hier ein bisschen braun hingesprüht. Die Zähne fangen schwarz hinten an, also Zahnfäule, werden hier kurz wieder weiß. Das hat mit Zähnen nicht viel zu tun. Das sind einfach nur Stumpen, anders kann man es gar nicht sagen. Dann die Zunge sieht aus wie so ein China-Billigteil, wirklich, wo dann die Farbe zusammenfließt und eintrocknet, auch so ein schwarzer Fleck auf der Zunge. Den Gaumen haben sie modelliert, aber die Zähne wirklich auch. Guckt mal, wo da der Strich, wo dieses Weiß ist. Das ist hier auf den Lefzen drauf, aber nicht auf den Zähnen. Ja, sie haben ja wenigstens noch die Pupille hier einigermaßen getupft. Das ist okay, kann man gar nichts sagen. Hier stimmt sogar auch das Weiß an den Zähnen. Aber hier, das ist eine Katastrophe. Und sowas kriegt ein Schleichfähnchen? Ist das wirklich euer Ernst? Ja, krass. Ansonsten die Form vom Kopf, auch die Ader seitlich, wie schon gesagt, alles abgespeckt, okay. Diese beiden fetten, zusammengeklebten Krallen hier vorne, die sind weniger schön. Also das gefällt mir überhaupt nicht. Ansonsten hier die Hautfalten und die Beschuppung. Ihr habt ganz andere Schuppen wie beim Spinosaurus. Das ist schon okay, da kann man nichts sagen. Auch hier der Bereich absolut okay. Auch die Osteoderme, die sich hier über den Rücken bis zum Schweif ziehen. Alles wunderbar, Jubel, Jubel, Freu, Freu. Aber es ist halt noch schlechter als die offizielle Figur. Was heißt offizielle Figur? Ist ja auch eine offizielle Figur, die ein Schleichfähnchen. Ne? Aber ich kann's, ich, nee.
ich krieg mich echt nicht mehr ein gerade. Ne? Hier seht ihr Sprühnebel noch auf dem Waden mit drauf, kommt es einigermaßen rüber. Und hier wird's kahl und hier hinten auch noch ein bisschen Sprühnebel mit drauf. Ne? Einfach weil sie hier drüber gegangen sind mit der Airbrush-Pistole und hier ging dann halt der Sprühnebel hin. Das ist der, wo ist denn da das Niveau? Wo ist denn da die Schleichqualität, die hier immer angestrebt wird? Wo? Ich suche hier jeden Quadratzentimeter ab, aber ich find's gar nicht. 2019 Stempel. Leute, das ist so krass. Das ist so krass. Ehrlich. Also, wow, ist das krass. Boah, das ist wie ganz schlecht geträumt oder, sagen wir mal so, ich will jetzt aufwachen. Ich will bitteschön ganz schnell aufwachen und möchte es ganz schnell wieder vergessen. Der Hammer. Und das Allerbeste, ich werde am 26.09. tatsächlich wieder hingehen und mir auch die beiden besorgen, weil das ist ja kurios. Das ist ja der Hammer. Das ist so oberkrass. Ja, also da hätten mich tatsächlich jetzt auch die Pferde interessiert, wie sie die umgesetzt haben, ob das auch abgespeckte Versionen sind oder wie oder was. Ne? Also auf jeden Fall, ihr wisst Bescheid, Schleich, ihr habt mich überrascht. Ehrlich, ihr habt mich überrascht. Also wären die Dinger hier aus den Anfang der 90er Jahre gewesen, okay, überhaupt kein Thema. Da hätte ich Kopfsprünge gemacht. Vor Begeisterung, ja, über die Beschuppung und alles mögliche hin und her. Aber 2019, das mit Schleichfähnchen, wäre es nicht in Deutschland, würde ich sagen, ganz klare Fälschung, Knock-off. Aber hier, rein optisch, von der Qualität zu sprechen, was ihr hier diesem Spinosaurus angetan habt, die Zähne rausgebrochen, auf Deutsch gesagt, die Hände verschlimmert, den Schwanz abgeschnitten, das tut mir weh. Da kriege ich Tränen in die Augen. Das kann man doch nicht machen. Man kann doch nicht so schöne Figuren auf den Markt bringen, wie ich es hier neulich gezeigt habe und dann sowas mit dem Schleichfähnchen. Ich kriege mich hier echt nicht mehr ein. Ich kriege mich nicht mehr ein. Also das soll jetzt die Figur nicht schlecht machen. Ja? Seht's bitte so, ich mache die Figur nicht schlecht. Ich kann es nur nicht fassen. Ich kann es nicht fassen, was ich hier gerade auf dem Tisch habe. Das ist sensationell, Leute. Wenn es eine Kids-Line wäre, eine Kinderlinie, klar gekennzeichnet, ne? Schleich Kids zum Beispiel, ganz einfach. Aber Sammler gehen her und vergleichen das selbstverständlich mit ihren Figuren zu Hause. Mit den, wie ich sage, regulären Schleichfiguren. Und ihr habt dieses Jahr wunderschöne Figuren rausgebracht, wenn ich jetzt mal vom Plesiosaurus absehen darf. Auch der ist schön gemacht, aber auch das ist so eine Schleich-Kids-Line, wie ich finde. Du kannst doch so tolle Modelle nicht mit sowas über einen Haufen werfen. Das tut mir weh. Oder ist das Niveau jetzt mittlerweile wirklich schon so in den Boden versickert, dass man wirklich so überhaupt keine Ansprüche mehr hat? Als Sammler ist es so, wären die Figuren jetzt nur so groß, wären das Mini-Dinos, wäre es auch noch okay. Aber die haben ja eine richtige Größe. Unser T-Rex hier hat eine Höhe von ja, über 9,5 cm. Ja? Spinosaurus hat hier auch 9 cm und wir haben hier eine Länge von 17,5 und beim T-Rex haben wir hier auch circa 13 cm. Ne? Also die haben eine schöne Größe und umso deutlicher sieht man halt auch die Punkt-Punkt-Punkt-Stellen, ne? Die wir uns jetzt gerade angeschaut haben. Oh, wow, also das ist gerade echt ein Tiefpunkt. Aber machen wir weiter. Ihr kriegt mit diesem Beipackzettel auch einen QR-Code, wo ihr eure Figuren zum Leben erwecken könnt. Hier steht zum Beispiel hier mit diesem Knochen. Haltet es einfach vor die Kamera und schaut, was passiert. Gleichzeitig läuft auch eine Werbung, wo die Pferde gegen die Dinos antreten. Also ich habe selten sowas gesehen. Ja, die Pferde schlagen zurück. Pferde kämpfen gegen Dinos. Ne? Du hast hier einen T-Rex und gegen den treten vier Pferde an. Ne? Zwei davon sind Ponys oder Fohlen oder wie auch immer. Und logisch, die Gewinnchancen sind natürlich groß. Ja?
dass so ein T-Rex gegen solche Pferde verliert, ne? Würden denn die Größenverhältnisse stimmen? Da ist ja ein Pferd, ist ja für ein, war ja für einen T-Rex ein Häppchen zwischendurch. Und davon mal abgesehen, es gab keine Pferde zu Zeiten der Dinos, ja? Aber wie schon gesagt, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und ich frage mich dann doch gleich, was kommt denn als nächstes? Plankton gegen Blauwale? Ne? Sie schlagen zurück? Das ist doch, Leute, ist doch ein Witz. Wer denkt sich denn sowas aus, um Himmels Willen? Die Schleichpferdchen haben natürlich so die Größe, ja. Und der Fantasie sind selbstverständlich keine Grenzen gesetzt. Aber mal ganz ehrlich, ich frage mich doch, was soll denn das? Da kämpfen Pferde gegen Dinosaurier, Vegetarier gegen Fleischfresser, das Schwächere gegen das Stärkere. Muss ich da versteckt irgendwie so eine neue Feminismuswelle interpretieren? Oder Vegetarier gegen Fleischfresser? Und das, dahinter steht dann auch McDonald's, der in erster Linie mal Fleisch verkauft. Habt ihr euch da mal Gedanken drüber gemacht? Kommt da irgendeine Botschaft? Oder ist das einfach nur eine unfassbar grottenschlechte Idee? Macht sich denn da heute überhaupt keiner mehr über irgendwas Gedanken? Sowohl was die Umsetzung dieser Dinos, dieser verkrüppelten Dinos angeht. Ich möchte nicht wissen, wie es bei den Pferden aussieht. Pferde sind wahrscheinlich nicht mal so schlimm. Und mir ist auch klar, warum sie die Krallen hier zusammen gemacht haben. Ne? Weil man könnte ja an der einzelnen Kralle schon wieder hängen bleiben. Und Schleich tut ja wirklich alles, um den Normen zu entsprechen, damit auch ja nichts passiert. Aber die Dinos so zu verkrüppeln, ja, den Schwanz hier, die Spitze wegzumachen, obwohl es ja wirklich ein weiches Material ist. Ich meine, auch damit kannst du dir ins Auge pieksen. Und dann hier auch noch die Zähne rauszunehmen. Also wirklich Krüppelfiguren auf den Markt zu bringen. Und dann fällt auch wieder nichts Besseres dazu ein, wie ein Kampf. Ne? Die Dinos kämpfen gegen die Pferde. Immer Kampf. Immer Krieg, immer gegeneinander. Gibt es denn nicht mal ein Miteinander? Kann man sich da nicht vielleicht auch mal was anderes überlegen? Oder vielleicht auch mal was Raffiniertes? Ich bin ja kein Drehbuchautor, kein Storyboard-Schreiber. Aber wenn das alles ist, was den Leuten dazu einfällt, dann ist das ein unfassbar trauriges Statement von allen Seiten. Und da regt sich keiner mehr drüber auf. Sind wir wirklich schon so weit? Gute Nacht, Welt. Ja? Gute Nacht, Welt. Und ich sage es ja nochmal, damit es auch wirklich jeder versteht. Ich habe nichts gegen die Figuren. Jedes Kind wird da Spaß mit haben. Überhaupt kein Thema. Die Form, die Schuppen, das Modell an für sich, was der Künstler hier seinerzeit ins Leben gerufen hat. Super. Aber dann auch zusehen zu müssen, wie diese Kreationen komplett verkrüppelt werden, damit auch ja nichts passiert. Die nicht mehr wirklich wie Schleichfiguren aussehen, sondern wirklich wie ein billiges Imitat, um es mal ganz böse zu sagen. Wie billigste Ware, wie Knockoff, wie Fälschungen. Und da aber original Schleichfähnchen hinzumachen, das ist krass, Leute. Das ist krass. Zumal ja diese Figuren anscheinend vom Hersteller mit den anderen Figuren über einen Kamm geschert werden. Also es wird überhaupt kein Unterschied mehr gemacht. Und ich als Kunde frage mich halt, ja, wo ist denn der Anspruch? Wo ist er denn? Denn die beiden hier sind das beste Beispiel, wie man Anspruch auch wieder zerstören kann. Indem man exakt genau sowas hier produzieren lässt und auch noch zu 100% dahinter steht, indem es ein Schleichfähnchen kriegt. Ja, Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Reinschauen. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Figuren, die es jetzt gibt. Bis zum 25.09. Danach kommen die nächsten vier. Ganz viele liebe, herzliche Grüße an Schleich und vor allem an die Modelleure und Skulpteure aus dem Hause Schleich, die wirklich schöne Figuren machen. Und ich mich wirklich frage, wie sowas hier passieren kann. Also ihr hört, ich bin sprachlos. Bis zum nächsten Mal. Euer Rupi.